In meinen Recherchen über die Geschichte der Schweiz bin ich auf den Wiesenberg gestoßen. Offensichtlich soll dieser während dem Ersten Weltkrieg eine wichtige Rolle eingenommen haben. Der Berg wird zu den beiden Kantonen Basel-Land und Solothurn gerechnet und befindet sich 6 Kilometer nördlich von Olten. Sein Gipfel geht knapp über 1000 Meter über dem Meer. Noch bis zum Jahre 1927 soll sich darauf ein Beobachterturm aus Holz befunden haben, der von Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg erbaut wurde. Hier in den Wäldern sollen sich noch heute mehrere Überreste von Infanteriestützpunkten befinden. Diese Objekte übrigens sind alle Bestandteil einer gigantischen militärischen Anlage, die um die damals so wichtige Eisenbahnstadt Olten gebaut wurde. Ihr Name? Fortifikation Hauenstein. Dabei sprechen wir von einer fast 50 Kilometer langen Verteidigungskette, die aus Schützengräben, Kanonenstellungen und Unterständen bestand. Herzlich willkommen zu einem neuen Made by Chance. Unterwegs auf Spurensuche nach der wehrhaften Schweiz des letzten Jahrhunderts. Endlich wieder mal unterwegs mit Lorenz Manni, meinem Experten und Freund. Sie sind herzlich eingeladen, mit uns zusammen dieses Abenteuer zu erleben. Berichten zufolge soll sie eine Besatzung von 45.000 Soldaten mit 6.500 Pferden aufgenommen haben. Behauptungen, die unsere Neugierde wecken. Was ist heute davon noch übrig? Was haben uns diese Überreste zu erzählen? Was geben die Archive über die schon fast vergessene Fortifikation Hauenstein preis? Damit wir diese Bauten auch richtig einordnen können, müssen wir zuerst in die Geschichte eintauchen. Im Jahre 1907 unterzeichnete die Schweiz das sogenannte Haager Abkommen. Die Schweiz verpflichtete sich als neutralen Staat, erstens, sich selbst zu verteidigen. Zweitens, Kriegsführende gleich zu behandeln. Drittens, keine Söldner für Kriegsparteien zustellen. Und viertens, was für unsere Geschichte sehr wichtig ist, ihr Territorium für keine Kriegspartei zur Verfügung stellen. War die Schweiz damals überhaupt in der Lage, ihr Territorium auch wirklich zu verteidigen? Hast du darüber irgendetwas in deinem Archiv? Ja, das habe ich. Nämlich das sogenannte Kaisermanöver. Um zu prüfen, ob die Schweiz tatsächlich in der Lage sei, den letzten Punkt zu erfüllen, führte der deutsche Kaiser im Jahre 1912 in Toggenburg eine Inspektion durch. Laut den Geschichtsbüchern war er offensichtlich zufrieden. Erst nach dem Krieg stellte sich heraus, dass die französische Armee tatsächlich einen Plan ausgearbeitet hatte, die Schweiz im Dezember 1915 zu überfallen. Es war der Plan, das Deutsche Reich über Schweizer Boden vom Süden her anzugreifen. Die
Die Fortifikation Hauenstein war das Schweizer Bollwerk, das diesen sogenannten Plan H verhinderte. Puh, eine steile These. Ja, einen Moment. Mal schauen, was wir noch finden werden. Die wenigen Überreste, die wir bis jetzt gefunden haben, sind interessant, aber nicht wirklich imposant. Das Wissen, dass wir auf einer Verteidigungslinie stehen, die einmal ohne Unterbruch fast 50 Kilometer lang war, lässt etwas von der Gewalt dieses Baues erahnen. Schnell nach Kriegsende 1918 unterlagen die Bauwerke dem befohlenen Rückbau. Die Schützengräben wurden zugeschüttet, die Artilleriestellungen wieder zu Weideland regeneriert. Und was von der Festung noch übrig blieb, holt sich jetzt die Natur zurück. Also wenn ich das so anschaue, frage ich mich schon, ist das alles, was noch übrig geblieben ist von dieser gewaltigen Festung? Das ist doch nur eine rhetorische Frage, damit der Film auch spannender wird. Gut versteckt in einem Wald, auf etwa 1000 Meter über dem Meer in der Nähe des Kilchzimmersattels, befindet sich der Infanteriestützpunkt Spitzenflüeli. Der Schützengraben ist derselbe Bautyp, den wir schon angetroffen haben. Sein unglaublicher Zustand aber gibt uns eine wahre Vorstellung der Ausmaße der Fortifikation. Wer hierher kommt, begeht sich auf eine Zeitreise. Wie ist dieser gute Zustand überhaupt möglich? Es gibt Menschen, die nicht dazu bereit sind, die Fortifikation dem völligen Verfall preiszugeben. Seit dem Jahre 2004 haben Mitglieder eines militärhistorischen Vereins namens Rost und Grünspan angefangen, diesen Schützengraben wieder freizulegen. Diese Archivaufnahmen aus dem Jahre 2012 zeigen etwas von diesem gewaltigen Aufwand, den diese Leute auf sich genommen haben. Da sieht man, dass bis hierhin ist der Unterstand zugesehen. Das hat man alles rausholen, inklusive dem Stacheldraht und allem, was man seinerzeit hier reingeschüttet hat. Dieser Teil hier war vollständig im Boden gesehen. Falls jemand von den Zuschauern zu dieser Gruppe gehört, möchte ich mich bei Ihnen herzlich dafür bedanken. Ja, da möchte ich mich natürlich auch anschließen. Vielen tausend Dank für dieses Erbe des Ersten Weltkriegs, das ihr da erhalten habt. Was ich mich immer wieder frage, Olten, was war an dieser Stadt so faszinierend, dass dieses ganze Gebilde gebaut wurde, nur um diese Stadt Olten zu schützen? Was machte diese Stadt so wichtig, dass sie während dem Ersten Weltkrieg einen solchen aufwendigen Befestigungsgürtel erhielt? Es war die Eisenbahn und die dazugehörenden Brücken. Zu diesem Zeitpunkt war Olten die größte Eisenbahnstadt der Schweiz. Noch heute erinnert der Stunde-Null-Stein daran, dass das gesamte Schienennetz der Schweiz von Olten aus vermessen wurde. Schon um 1850 wurde Olten zum Knotenpunkt der bedeutendsten schweizerischen Eisenbahnlinien. In der Schweizer Filmwochenschau sehen wir, dass eine gewisse Tradition den Oltener noch heute geblieben ist. Olten, der wichtige Bahnknotenpunkt, ist genau seit 100 Jahren eine Eisenbahnstadt, aber seit viel längerer Zeit eine fröhliche, schöne Aarestadt, die ihr Eisenbahnjubiläum würdig zu begehen weiß. Kein Fest ohne Festzug, kein Eisenbahnfest ohne Spanisch-Brötli-Bahn. Das alte Stellwerk aber hätte sich nie träumen lassen, dass es einmal zum Rollmaterial werden könnte.
Auch für die ehrwürdigen Lokomotiven hat das Festkomitee die Weichen so gestellt, dass sie für einmal mitten durch die Stadt fahren können. Um Basel mit Olten verbinden zu können, wurde für die Hauensteinbahn ein Tunnel eröffnet. Dieser galt mit seiner Länge von 2,5 Kilometer zum damaligen Zeitpunkt als längster Gebirgsdurchstich der Welt. Aus heutiger Sicht sprechen wir von der wichtigsten Verbindung der Schweizer Bahngeschichte. Sie war so wichtig, dass die Züge immer länger und dadurch auch schwerer wurden. Deswegen mussten für die Durchfahrt des Tunnels zusätzliche Vorspann- und Schiebelokomotiven eingesetzt werden. Der Betrieb wurde dadurch umständlich und teuer. Die Verbindung war aber so wichtig, dass die Generaldirektion der SBB 1907 den Bau eines neuen Tunnels entschloss. Das Projekt Hauenstein-Basistunnel wurde in Olten zum Sorgenkind des Ersten Weltkrieges. Um für dessen Bau genügend Arbeiter aufnehmen zu können, entstand in Trimbach um das Jahr 1912 das Barackendorf Tripolis. Berichten zufolge konnte es bis zu 3000 vorwiegend italienische Gastarbeiter aufnehmen. Das Barackendorf ist schon lange verschwunden. Aber 4 Kilometer nördlich von Olten, inmitten von ländlichem Gebiet, finden wir ein geheimnisvolles Artefakt aus dieser Zeit. Aufgrund der Rauchbildung der damals gängigen Lokomotiven musste in der Mitte des 8 Kilometer langen Tunnels ein Lüftungsschacht gebaut werden. Zugegeben, keine wirkliche Schönheit. Die Vorstellung, dass vor 100 Jahren nicht nur stampfende Geräusche von Dampflokomotiven, sondern auch ein beißender Rauch aus einer Tiefe von 134 Meter hier hochkroch, finde ich faszinierend. Als im August des Jahres 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, wurde es von einem Tag auf den anderen unheimlich still auf der Baustelle. Die Italiener hatten den Ort schon fast fluchtartig verlassen. Von den 1600 im Tunnel arbeitenden Männern sind nur noch 300 übrig geblieben. Dass inmitten der Kriegswirren im Jahre 1916 der Tunnel doch eröffnet wurde, zeugt von der Wichtigkeit, die man dem Eisenbahnknotenpunkt Olten beimaß. Olten wurde zu einer Garnisonsstadt, die insgesamt über 72.000 Soldaten beherbergen musste. Der Schutz dieser Stadt wurde zur großen Mission der Fortifikation Hauenstein. Ein gewisses Insiderwissen, das ich vom Verein Fortifikation Hauenstein erhalten habe und mich nicht mehr loslassen will, ist der Gedanke, dass der Abbau dieser riesigen Festung aus nichts anderem bestand als aus ihrer Zuschüttung. Das bedeutet, dass der größte Teil davon immer noch unversehrt unter der Erde schlummert und darauf wartet, eines Tages durch Archäologen wieder an das Licht befördert zu werden. Es gibt hier oben noch andere Objekte, die viele Rätsel aufwerfen. Wir können einige davon zeigen. Die meisten dieser Bunker und Unterstände werden heute privat genutzt und können deshalb nicht betreten werden. Sie weisen aber alle nötigen Merkmale aus, um sie als Bauwerke der Grenzbesetzung zu identifizieren.
Den einzigen Bau, den wir betreten können, wurde so heftig als Partylokal missbraucht, dass wir seinen Zweck nicht mehr identifizieren können. Was aber wollen uns die Überreste sonst noch erzählen? Um das gewaltige Bauwerk der Fortifikation Hauenstein zu realisieren, mussten zuerst Straßen erbaut werden, die zu den hochgelegenen Orten hinführen sollen. Um diese gewaltige Aufgabe bewältigen zu können, wurden 14.000 Männer, meistens Soldaten und 1.100 Pferde im Dreischichtenbetrieb eingesetzt. Die meisten dieser Straßen sind heute unter dem Teer der heutigen Zeit verschwunden. Drei dieser Straßen existieren noch heute. Und eine davon ist ganz besonders. Die Bärchen-Südstraße. Sie entstand während eines heißen Sommers im Jahre 1914 und eines eiskalten Winters im Jahre 1915. Der Aufwand war enorm, da sie in den Felsen gesprengt und herausgehauen wurde. Dafür mussten diese Soldaten das Know-how von italienischen Spezialisten herbeiziehen. Jede Kompanie, die am Bau beteiligt war, hatte sich mit einem Relief verewigt. Auf diese Weise wurde die Bärchen-Südstraße zu einer wahren Erstweltkriegskunstgalerie. Obwohl leider 20% davon unwiederbringbar verloren gegangen ist, können immerhin noch 19 frisch restaurierte Werke bestaunt werden. Treten Sie nun mit mir einen der höchsten und schönsten Punkten der Fortifikation. Auf der Spitze der Lauchfluh, oberhalb einer 80 Meter hohen Felswand, befindet sich der Beobachterposten Nordwest, im Volksmund liebevoll Panzertürmli genannt. Die Metallkuppel, so munkelt man, war ursprünglich der Kessel einer Dampflokomotive aus dem Hause Olten. Das Bauwerk ist eine kleine Festung. Dazu gehört eine Gewehrgalerie mit hübschem Aufstieg zur Beobachterkuppel. Neben der Sicht auf den Basel-Bieter Jura und dem Schwarzwald bietet sie auch einen Ausblick auf die Vogesen. Dies musste wiederum den Soldaten ein gewisses Unbehagen beschert haben. 70 Kilometer weiter boten sich die Franzosen und Deutschen für die Schweizer hör- und sichtbar erbitterte Kämpfe. Warum hatten die Franzosen ihren Plan, das Deutsche Reich über die Schweiz anzugreifen, aufgegeben? War es die Festung Hauenstein, die sie abgeschreckt hatte? Ich weiß es nicht. Der Gedanke aber gefällt mir. Ja, und somit wären wir beim Ende unseres Films angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spass. Es hat euch Freude gemacht, uns da zu begleiten. Wir freuen uns natürlich immer doll über viele Klicks und Likes und Follower. Und hoffen natürlich, dass Sie beim nächsten Mal auch wieder dabei sind. Tschüss! Tschüss zusammen! Ciao! Ciao. Das ist gut. Ich finde es gut, ja. Was auch? Ja, warte, ich nehme schon. Also ich hatte noch, hast du noch mehr?